Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den Ender Games. Wir spielen natürlich diesmal mit dem Katzenkind, nachdem letztes Mal die Ender Games Götter enttönt waren, dass ich es nicht gespielt habe und die ganze Zeit getötet wurde. Habe ich gedacht, packe ich heute mal mein Main-Kit aus. Ich maine dieses Kit in Minecraft. Uiuiui, Maula, das ist ganz schön krass. Oh, und wir haben direkt einen Diamanten. Daraus können wir uns eine Musikbox machen. Oh, und die Kiste gehört auch. Nee, ich wollte schon sagen, die gehört anscheinend auch uns, aber sie ist direkt abgehauen, weil sie uns nicht mag. Komm schon, komm schon, komm schon. Vor dem Gommelmau da sein? Nein, okay. Da ist ein das Gommel-Kit. Warum gibt es eigentlich nicht das Gommel-Kit, Leute? Damit kann man dann ganz viel trollen. Trollolol. Gommel-Mode. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hatte gestern den Fun meines Lebens, upload-technisch gesehen. Ich lade ja immer die Livestream-Aufnahmen von Life is Strange hoch. Die mache ich normalerweise, dass ich sie direkt von Twitch rüberlade. Aber da ist es natürlich gefailt. Also es hat halt an dem Tag nicht funktioniert, weil ich hatte ein Lag während dem Stream, weswegen der Stream zweigeteilt war und deswegen, ja, ist dann alles schief gegangen. So, der wird natürlich mein Zeug abbauen, aber ich bin zu fast. So, was ist das? Geschwindigkeit. Bringt mir jetzt nicht so viel als Katze. So, rüsten mir noch das aus, die Heiltränke habe ich auch und dann würde ich sagen, rennen wir kurz weg, bis wir essen können und dann töten wir den, beziehungsweise die, falls wir das schaffen. Komm schon, greif ihn an. Greif den Gommo an. Okay, dann mache ich das. Okay, war keine gute Idee, den Gommo anzugreifen. Leute, macht den Gommo nicht wütend. Okay, wir haben den Gommo. Schnell abhauen mit dem Loot und ausrüsten. So, ist direkt jemand bei mir? Nein, ist es nicht. Okay, gut. Puh, das war ganz schön krass, muss ich sagen. Hat gerade mein Herz höher geschlagen. Ich habe schon lange die Ender Games nicht mehr gespielt. Okay, ein Ungeheuer. Wir sind eine Katze, heißt, wir kommen ganz gut an das ran. Ungeheuer müssen ja meiner Meinung nach immer direkt am Anfang getötet werden, bevor sie einen starken Bogen haben können. So, einmal am Speedbar vorbei und töten. Sehr schön. Ha, da ist es weg. Hui, und wir haben keine Level, oder? Nee, leider nicht, aber ich könnte mir was Schönes craften. Ich könnte mir was Schönes craften und das machen wir doch. Oh, das ist aber kein Crafting Table, Mode. Du hast es mal wieder verwechselt, du Schussel. So. Und einen Helm brauche ich anscheinend. Dann ziehen wir noch einen Helm an. Auf jeden Fall, kurz zusammengefasst, ich habe insgesamt, puh, man darf mich aber nicht auch zusammenfassen lassen, ich habe insgesamt 5 Stunden gerendert und 10 Stunden hochgeladen und am Ende muss ich es dann noch von Twitch getrennt hochladen, ich hätte es gerne an einem Stück hochgeladen, ach Mann, ärgerlich. Ja, das war's zusammengefasst. Dafür habe ich jetzt 3 Minuten Erklärung gebraucht. Ich habe ja in der Folge, glaube ich, noch nichts anderes erklärt. Okay, der hat einen Trank verloren, das ist sehr gut, weil ich habe ja auch vorhin einen Trank verloren, heißt, da sind wir wieder in Trankgleichstand. Aber Level hätte ich trotzdem gerne. Vielleicht muss ich ja ein paar Kühe töten gehen, wie das natürlich Kätzchen auch in echt machen. Aber meine Katze, die kommt immer hier mit einer ganzen Kuh im Mund zurück, tragt sie dann vor die Haustür, legt sie ab und sagt, hier habe ich gefangen, sei stolz. Und da sind wir nicht stolz. Ja, sehr starke Katze. Natürlich. Sehr stark. Hui. Noch mehr Dias. Sehr schön. Heißt, wir können uns jetzt Dia-Schuhe leisten, oder? Könnten wir, hätten wir eine Workbench. Wir können ja auch schauen, ob wir noch irgendeine sehen, aber es sieht nicht danach aus. Laufen wir einfach in Richtung nächster Spieler. Oh, ich verwende den Kompass gar nicht so. Und es hat wieder mal jemand gefragt in den Kommentaren, warum ich mal wieder Kompass rechts leg, Spammer, auch wenn ich es gedrückt lassen könnte. Das habe ich mir so angewöhnt. Ich weiß nicht, ob es von Anfang an, ob ich da schon ganz früher, als die Ender Games damals noch ganz neu waren, ob das da schon ging. Wenn ja, dann habe ich es mir einfach so angewöhnt und ich werde auch nicht mehr los, Leute. Der Zug ist abgefahren. Da kann ich mich nicht mehr umgewöhnen. Okay, noch mehr Dias. Heißt Dia Brustpanzer. Ich meine, warum nicht? So, wo ist der Spieler? Nicht da. Machen wir uns halt. Genügend Eisen habe ich aber auch nicht. Geschwindigkeitstrank brauche ich nicht. Oh, ich muss noch einen Bogen ausrüsten, fällt mir da so auf, weil Bogen habe ich gar keinen. Weil der Bogen ist ganz schön OP auf der Katze, weil man so gut kiten kann. So. Haben wir den? War hier noch ein zweiter? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber hier liegt ganz viel Erfahrung. Da haben wir schon mal einen Bogen. Sehr schön. Können den hier wegwerfen. Und jetzt könnten wir das ganze Zeug noch verzaubern. Dafür wollte ich aber die Erfahrung hier. Oh, und jetzt habe ich das Holz weggeworfen, was ich vorhin unbedingt haben wollte.
Das hätte ich eigentlich gerne wieder. Okay, ich habe fast dem Gegner Erfahrung geschenkt. Ah, das Leben noch. Ich merke gerade. Nee, mein Vorwurf ist richtig. Es kommt mir gerade so mega klein vor. Warum kommt es mir so klein vor? Ich weiß es nicht. Ich würde gern verzaubern, bevor ich kämpfe. Aber im Prinzip habe ich auch so gute Rüstung. Ich kann auch einfach direkt in den Kampf starten. Ach. Ja, ich bin halt verlangsamt, ist die Sache, durch das Tintenfisch-Kit. Und ich treffe ihn nicht. Oh, ich bin gestorben. Ich habe verloren. Das war ja richtig gut. Beziehungsweise es lag, glaube ich, an der Verlangsamung. Ich hätte mich heilen können mit einer Flasche, dann hätte ich gewonnen. Ich habe auch richtig häufig verfehlt. Naja. Heißt, wir können noch eine zweite Runde spielen. Heißt, eine längere Folge für euch. Das ist doch was Schönes. Hoffe ich doch. Ich hoffe doch, das ist schön. Ich hoffe, dass euch gefällt das. Wenn nicht, dann tut es mir natürlich leid. Und ich muss nicht mal schneiden. Guck mal, die Stundenrunde startet direkt. Hab mir auch noch einen Enderman angeguckt. Da habe ich mich echt blöd angestellt. Aber jetzt weiß ich in Zukunft hier. Eigentlich beim Tintenfisch. Wenn ich in Zukunft einen Tintenfisch habe, dann nehme ich Abstand und schieße es mit feinem Bogen. Weil die Sache ist, vom Tintenfischer kann ich so gut ausweichen. Weil er das Wasser hinter sich hat. Weißt du, wenn ich ihn einmal treffe, dann landet er hinter seinem Wasser und ich kann ihn immer wieder treffen. Ich glaube, das werde ich in Zukunft machen. Guck mal, Dado, hast du auch noch nicht ausgelernt. Immer in die Zukunft denken, um dein Katzenleben möglichst schön und gut zu gestalten. Naja, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das noch verlieren kann. Naja, ich hatte halt auch noch Goldschuhe. Es lag bestimmt an den Goldschuhen. Ich hatte halt einen Diabrustpanzer. Eigentlich hätte ich es echt nicht verlieren dürfen. Obwohl, da war noch ein Bogen drin, den will ich haben. Wie gesagt, Bogen auf Katze, wenn man viele Pfeile hat, ist echt stark. Hätte ich einfach die sichere Taktik fahren sollen. Ich glaube, Pfeil und Bogen zu benutzen, ist generell eigentlich die sichere Methode. Der hat hier die Angel benutzt. Wenn ich Pfeil und Bogen so gut wie möglich verwende, dann habe ich ja auch den Vorteil, dass das Angeln eigentlich gar keinen Unterschied machen im PvP. Deswegen werde ich in Zukunft einfach so machen. Ich glaube, ich werde in Zukunft einfach sicher spielen. Hier, Anti-Angel-Technik nenne ich das. Habe ich natürlich entwickelt. Hier, einfach nicht in Angelreichweite kommen. Mich angelt keiner mehr. Heute Abend streame ich außerdem dann Life is Strange, die letzte Episode. Danach streame ich dann wieder andere Sachen. Für die Leute, die... Also Life is Strange fand ich bis jetzt ganz gut. Ich muss sagen, Episode 4 fand ich nicht so gut wie die davor. Wegen ein paar Sachen, die werde ich am Ende von Life is Strange 5, werde ich sagen, was mir gut gefallen hat, was mir schlecht gefallen hat. Werde ich immer hier eine richtige Review. Nee, Leute, keine richtige Review. So cool bin ich leider nicht. Ich bin kein richtiger Reviewer. Ich bin kein Game-Reportage-Mensch. Wie heißt man? Journalist. Journalist, Spielejournalist bin ich nicht. So, schauen wir mal, dass wir den da vorne kriegen. Der wird kein Schwert haben. Der ist leichte Beute. Okay, oder auch nicht. Okay, Leute, man lernt nie aus. Das war wirklich überraschend, muss ich sagen. Habe ich nicht mitgerechnet, dass er ein Bogenschütze ist. Ich muss auch sagen, ich hatte ja einmal einen komischen Bug, dass mich ein Bogenschütze, glaube ich, nicht ganz getötet hat. Hatte ich da einen Goldapfel drin? Der macht wahrscheinlich einfach 10 Herzen Schaden mit einem Schuss. Naja, egal. Mann. Als Katze haben wir auch nicht so viel Erfolg. Wobei ich sagen muss, die Runden, zumindest in die Runde davor. Ich soll halt, keine Ahnung, dieser Slowness-Effekt, der einen Tintenfisch gibt, der ist eigentlich richtig stark für PvP. Weil der Gegner einen dann nicht mehr richtig hitten kann. Also, weil man ihn dann viel besser hitten kann. Das ist hier. Und dann noch mit der Angel zusammen, das ist wahrscheinlich die, wahrscheinlich Tintenfisch-Hitten-OP, Fragezeichen. Wahrscheinlich. So, wir machen uns mal mehrere Crafting-Table, weil ich zu viel Holz gefällt habe. Und die Sache ist ja auch, die mir gerade wieder aufgefallen ist, mit meinem Shader. Das ist ja Cheating eigentlich. Aber ich kann eigentlich ohne Shader, kann ich derzeit kein Minecraft mehr spielen. Ist der Shader in den Endergames erlaubt? Dadurch hatte ich ja nicht den Blindness-Effekt, ist die Sache. Das ist ein bisschen doof. Bisschen doof ist das ja schon. Aber Minecraft sieht damit so viel hübscher aus. Oh, und ich habe gerade nur 40 FPS. Ach so, weil ich gerade noch Photoshop offen habe, das sollte ich zumachen. Das merke ich auch. Ah, Leute, dann kann ich euch auch nicht die 60 FPS bieten, aber früher hatte ich durchgehend 60 FPS und jetzt nicht mehr. Sind die guten Zeiten vorbei? Minecraft lebt nicht mehr. Minecraft ist over. Ach, Mann. Oh, nee, ich darf nicht. Ich muss eine freie Hand haben als Katze. Sonst kann ich nicht mit meiner Faust zuschlagen, die mehr Schaden macht. Und ich muss sagen, ich habe ja echt, finde ich die Kisten auf jeden Fall. Aber ich habe, glaube ich, eine Kiste gehört. Ich muss auf den Baum drauf. Ui, okay.
Aber ich finde trotzdem keine. Da ist ein Ungeheuer. Oder? Oder ist es wieder ein Bogenschütze? 7 Sekunden. Dann schätzen wir es mal ein bisschen ab. Und essen. Perfekt. Und Faust ausrüsten. Und das ist nicht die Faust. Miau. Hihihi. Schnapp ihn dir. Schnapp das Ungeheuer. Ja genau, warum schnappst du es nicht? Okay. Hätte er das Ungeheuer getötet, dann hätte ich ihn auch gelassen. Ach nein, natürlich. Och nee, natürlich. Leute, ich habe gerade einen Move gemacht. Jetzt müsst ihr mich nicht töten. Der war echt nicht schlecht. Leute, respektiert doch, was ich getan habe. Anstatt mich töten zu wollen. Hör doch auf, warum ist das so schnell? Ich will geportet werden. Please port me. Please, please. Bitte portet mich doch jemand. Ich will hier weg. Oh, danke. Danke. Metix. Dankeschön. Puh. Okay, okay. Ganz ruhig, Mordado. Ganz ruhig. Scharfes Schwert. Oh Gott, war das knapper Kampf, wenn ich hier so angucke, was für Equip da hatte. Ah, Schuhe fehlen mir noch. Das war ein Verzauberer. Uiuiui. Ui, ui. Leute, uiuiui. Ui, ui. Da werde ich jetzt auch einfach mal, weil ich so frech bin, mich satt essen, auch wenn es sehr riskant ist, weil ich einfach voll regenerieren will. Und ich habe ja ein bisschen Zeit, bis ich geportet werde und ich bin ein bisschen von den anderen Spielern entfernt. Es sollte alles im grünen Bereich sein. Pfui. Da haben wir ja heute echt die Spannung pur. So, zack, zack. Brauchen wir alles nicht. Alles Müll. Ah, die Spinnweben könnten ganz nützlich sein. Das brauchen wir nicht. Den Lava-Eimer behalten wir mal. Brauchen wir nicht. So, dann sind wir auch später vorbereitet. Mit deinem sortierten Inventar schreiten wir in den Kampf. So, da hinten haben wir dann das Zeug. Und jetzt können wir ein bisschen looten und leveln. Naja, leveln brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja schon... Oh, oh. Okay, wo ist der Spieler? Hier sehe ich so viele Pfeile. Oh Gott, guckt euch den Berg an. Guckt euch die Wiese an. Was ist hier passiert? Hat jemand einen unschuldigen Berg beschossen? Warum tut man so etwas Grausames? So. Okay, ein Pfeil haben wir, Leute. Das ist sehr gut. Ich hätte gern ein bisschen mehr Rüstung, aber man kann hier nicht alles haben. Zack. Noch. Oh, ein Goldhelm hätten wir jetzt drin. Noch ein Bogen. Wollen wir alles nicht. Wir wurden ja gerade eben geswitcht, oder? Im Prinzip könnte ich uns einen Goldhelm machen. Ohne großes Risiko. Zack. Okay, schon mal besser. Huiuiui. Okay, ich habe auch noch ein Crafting Table. Heißt, ich muss damit jetzt nicht große Zeit verschwenden. Und kann versuchen, noch Eisen zu finden für eine Eisenhose oder einen Eisenbrustpanzer. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber besser als nix. Haben wir hier irgendwo noch eine Kiste? Ist die neu? Nee, ist die neu? Nee. Ist die neu? Nee. Aber die da hinten, oder? Hier muss doch irgendwas neu sein. Gott verdammt. Ja gut, die war neu. Nächster Spieler. Ach, das wollte ich. Da hätte ich den Eisenbrustpanzer. Oder da kann ich reden. Ich hätte gerne den Eisenbrustpanzer gehabt. So, schnell laufen. Und dann wusch, Kisten looten. Ich will nämlich echt noch irgendeine bessere Ausrüstung. Bevor ich waghalsige Dinge tue. So, weg von dem. Und dann machen wir uns einen Eisenbrustpanzer. Zack. Perfekt. Können wir irgendwas essen, damit ich nicht mit Hunger reingehe? Nee, können wir nicht. Okay, wie viele Pfeile habe ich? Ich habe immer noch einen Pfeil. Aber den werden wir auch gekonnt platzieren, Leute. Den werden wir gekonnt setzen, zwischen die Augen. So, wo ist er denn? Da hinten. Na, er hat auf jeden Fall bessere Rüstung als ich. Okay, er hat mir auch einen Pfeil gegeben. Oh, oh, er ist schon da. Oh, oh, ich glaube, das verlieren wir. Das verlieren wir. Ja, gut. Das haben wir verloren. Die Sache war, ich wollte noch eine Katze essen. Ich wollte noch einen Fisch essen, damit ich schnell genug bin. Ist aber nichts draus geworden. Dann würde ich sagen, das waren die Ender Games. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal.